Die EU hat jetzt ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Ungarn, vor allem wegen mutmaßlicher Korruption, eingeleitet. Die EU-Kommission setzt damit einen Beschluss von Anfang April durch, der für die Regierung in Budapest drastische finanzielle Verluste bedeuten könnte. Polen und Ungarn hatten erfolglos gegen die Maßnahme geklagt. EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas erklärte, dass EU-Kommissar Johannes Hahn ermächtigt werde, den entsprechenden Mechanismus gegen Ungarn in die Wege zu leiten. Pursuant to Article 6.1 of the Conditionality Mechanism Regulation. Bevor der Regierung des gerade wiedergewählten Rechtspopulisten Viktor Orban Gelder gestrichen werden können, ist aber eine Mehrheit im EU-Parlament gegen Ungarn notwendig.